So, wir haben das große Glück, nochmal neu schwimmen lernen zu dürfen, denn wir machen heute beim Kinderschwimmen mit, und zwar beim Seepferdchenkurs. Und wir sind sehr gespannt, wie da heutzutage Schwimmen beigebracht wird. Reka ist heute hier unsere Schwimmkursleiterin. Wie alle Kurstrainer bei Bederland ist sie eine erfahrene Expertin. Ihr seid hier also bestens aufgehoben. Ah, guck mal, Lieben! Fleming und Cassie ist heute bei uns zu Besuch. Wollen auch mal schwimmen lernen. Der Anfängerschwimmkurs für Kinder heißt Seepferdchen und beinhaltet 25 Unterrichtseinheiten inklusive einer Aufnahmestunde. Maximal 12 Kids können pro Kurs teilnehmen und sie sollten zwischen 5 und 7 Jahre alt sein. In der ersten Stunde der Aufnahmestunde wird spielerisch gecheckt, ob ihr schon bereit seid, an einem Seepferdchenkurs teilzunehmen. Da gibt es einige Kriterien und Übungen. Zum Beispiel soll Mama oder Papa im Foyer warten und du rockst den Kurs ganz alleine. Kein Ding, oder? Tschüss Mama! Jetzt geht's noch unter die Dusche. Ohne Angst davor, Wasser über den Kopf oder in die Augen zu bekommen. Easy. Und dann sind wir schon im Kursbecken und machen ganz locker ein paar Übungen zusammen. Wie zum Beispiel, wir paddeln auf der Nudel, wir laufen im Wasser in unterschiedliche Richtungen, manchmal vorwärts, manchmal rückwärts oder auch manchmal seitlich. Huch, was für ein Teilnehmer ist das denn? Das Seepferdchen ist heute ausnahmsweise zu Besuch, um anzufeuern. Der Seepferdchenkurs ist in zwei Parts aufgeteilt. Im ersten Teil, also von Stunde 1 bis 12, werden Grundfertigkeiten erlernt. Wie zum Beispiel das Schweben im Wasser. Da ist der Seestern eine tolle Übung. Dabei bekommt ihr ein gutes Gefühl für euren Körper im Wasser und ihr spürt, dass das Wasser euch sicher trägt. Das macht ihr in Rückenlage und auf dem Bauch. Mit ein bisschen Übung könnt ihr dabei den Kopf im Wasser halten und hebt ihn nur zum Einatmen aus dem Wasser. Und wenn ihr in Rückenlage dann noch die Beine einsetzt, bewegt ihr euch schon vorwärts. Der erste Step zum Rückenschwimmen. Cool Kids! Wichtige Info, alle Kinderschwimmkurse werden ohne Schwimmbrille durchgeführt. Das liegt daran, weil wir den Kindern ganz, ganz früh die Angst nehmen wollen, mit offenen Augen im Wasser umzugehen. Also, Augen auf und durch. So, jetzt wird das Ausatmen unter Wasser geübt. Ihr atmet über Wasser ein und pustet dann die Luft unter Wasser wieder aus. Gleiten im Wasser ist eine super Vorübung fürs Schwimmen. Es verstärkt euer Sicherheitsgefühl und die Balance im Wasser. Das üben wir in Varianten auf dem Bauch und in der Rückenlage. Tauchen lernen und üben ist ganz wichtig. Wenn ihr unter Wasser easy klarkommt, lernt ihr viel entspannter schwimmen. Das werdet ihr lieben, ihr dürft vom Beckenrand springen. Erstmal mit Hilfestellung, aber dann gibt es viele lustige Varianten. Zum Beispiel in der Kette oder nach einem Reifen tauchen. So gewöhnt ihr euch immer mehr ans Wasser. Kopf über oder unter Wasser, ganz egal, ihr bleibt jetzt schon ganz cool. So, liebe Eltern, und jetzt einmal ganz kurz an euch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ganz viel Geduld mit euren Kindern mitbringt. Denn natürlich werden sie schwimmen lernen, aber jedes Kind hat sein eigenes Tempo, würde ich sagen, oder? Genau, ganz, ganz wichtig, Geduld mitbringen. Und jedes Kind entwickelt in seine Art und Weise. Das ist so wie genau am Krabbeln und Laufen. Wir machen das hier ganz, ganz spielerisch. Und am Ende werdet ihr ganz stolz sein auf eure Kids, denn hier lernt wirklich jeder schwimmen. Die ganzen Vorübungen gehören zu den Selbstrettungsmaßnahmen. Damit ist gemeint, dass ihr im Wasser keine Panik bekommt und immer eine Strategie parat habt, um sicher an den Beckenrand oder aus dem Pool zu kommen. Im zweiten Kursteil, also von Stunde 13 bis 25, finden viele Unterrichtseinheiten im tiefen Wasser statt. Hier lernt ihr alles, was ihr dann für den abschließenden Seepferdchentest machen müsst. Zum Beispiel schwimmt ihr mindestens 12 Meter Brustarme mit Kraulbeine. Ich weiß, hört sich lustig an, wird aber so genannt. Und ihr meistert schon das Rückenschwimmen mit wechselseitiger Armbewegung. Sieht doch schon richtig sportlich aus, oder? Seht ihr? Die beiden freuen sich auch so richtig, dass wir schon so viel gelernt haben. Ihr habt das richtig toll gemacht und ihr habt jetzt euch das Seepferdchenabzeichen verdient, nämlich hier. Und es gibt ja auch noch andere Kurse hier, nämlich Bronze, Silber, Gold! Genau, und Bronze solltet ihr auf jeden Fall auch noch machen, weil dann könnt ihr nämlich richtig schwimmen. Okay? Und alle Infos findet ihr oder eure Eltern auf bederland.de.
Danke Sie, Pferdchen, das war richtig cool. Und jetzt können wir alle Haare füllen.